Einen schönen guten Abend zu meinem Vortrag der Götterbote Hermes und Merkur in der Astrologie und Heilkunst. Eine wichtige Gottheit, das Wort Hermetik leitet sich davon ab. Und wer mich kennt, weiß, dass das eigentlich mein Leib- und Seelenthema ist, sodass es heute nicht nur um das Astrologische gehen wird, also die Stellung des Merkur im Horoskop und die Arzneimittel, die man ihm zuordnet, sondern wir wollen uns auch ein paar Gedanken über die hermetische Seite des Merkurs machen. Er ist derjenige, der den Toten zusammen mit dem Fährmann zu Hades überstellt. Und dieses Attribut hat er schon aus der ägyptischen Zeit. Er ist nämlich mit dem Gott Tod. Den sehen wir hier, den ibisköpfigen Gott, identisch. Wir sehen die Seelenwaage. Horus, hier auch dargestellt, ist im Übrigen das Kind von Isis und Osiris und damit auch ein merkurielles Wesen. Alles, was eigentlich Flügel hat, eben der Falke Horus, ist damit auch eben das Botenprinzip. Wir sehen hier Hermes als Weiser, Hermes Trismegistos, das ist in den Boden der Kirche in Siena eingelassen. Da sehen wir hier, wie die Schüler hier kommen und er hat auf ihn zurückgehen, die hermetischen Prinzipien. Die hermetischen Prinzipien wiederum sind eine philosophische Einweihungstext eigentlich in das Wesen der Alchemie und der Astrologie. Und wir sehen hier dann noch daneben Hermes als denjenigen, der den Leuchter der Weisheit trägt. Und da habe ich mal dieses Bild zusammengestellt. Da sehen wir jetzt, dass die Siebenheit sich ganz anders auch sortieren kann, nämlich mit Merkur in der Mitte. Weil man muss sich mal genau die Symbole anschauen der Planeten, Sonne, Mond, Mars, Venus, Saturn, Jupiter, dann stellt man fest, dass der Merkur eigentlich die einzige Planetensymbolik ist, die aus drei Prinzipien besteht, nämlich aus dem Mond, aus dem Kreis, aus dieser Sichel, aus dem Kreis und aus dem Kreuz. Das ist also das Grundmuster der hermetischen Beziehung der Planetenkräfte untereinander und alles wird verbunden durch Merkur. Und das Prinzip wird natürlich in der Pharmazie immer wieder angewendet, zum Beispiel in der Rhythmisierung bei der Firma Wahler. Wir sehen also, dass dieser Morgen- und Abendsprinzip eigentlich der stärkste merkurielle Moment in einem Tagesverlauf ist. Das ist identisch mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche und mit der Herbsttag- und Nachtgleiche. Also der Morgenimpuls, der Abendimpuls ist wieder Frühling und der Herbst, weil der Tag ist wie das Jahr aufgebaut. Wir gehen einen Schritt weiter und sehen, dass auf dieser Seite hier nämlich die Sternzeichen Krebs und Löwe sind. Und Herrscher im Krebs ist der Mond und Herrscher im Löwen ist die Sonne. Wir haben also auf dieser Seite zwischen dem Prinzip des herrschenden Merkurs die zwei Lichter Sonne und Mond, also das königliche Paar, die alles hervorbringt. Und gegenüber haben wir die Saturn-Jupiter-Kräfte, weil hier das Zeichen Steinbock und Wassermann sind beide vom Saturn geprägt als herrschendes Prinzip und Schütze und Fisch jeweils vom Jupiter, dem Gegenpol des Merkurs. Und wenn wir das jetzt wiederum mit dem Bild von vorhin vergleichen, dann wäre es hier, dass nämlich interessanterweise zwischen diesem Prinzip, zwischen Saturn, Jupiter, Sonne, Mond, es noch etwas anderes gibt, nämlich diese beiden hier ist Mars, Venus und hier unten ist es auch Mars, Venus. Jetzt schauen wir uns das im Detail an, ob wir die Elemente und die Tria Principia darin wahrnehmen können. Zunächst die vier Elemente. Das Physische, die Erde, ist das, was ganz unten ist, was eben auch mit diesen Jupiter-Saturn-Kräften assoziiert ist. Dann kommt das Wässrige. Das Wässrige ist das, was die Form zum Leben erweckt. Das sind alle Stoffwechselprozesse, die wir im Körper haben. Das ist unser lebendiges Fleisch. Das ist da, wo die Flüssigkeiten drin zu Hause sind. Das ist da, wo das vegetative Leben pulst. Jetzt geht es schon nach oben. Es springt. Hier ist ein wichtiger Punkt. Dies ist eine Mitte, die das Ganze spiegelt. Hier sind wir jetzt im Astralen, in der Luft. Wir sind schon im Unsichtbaren. Hier sind wir in den physisch-sinnlich wahrnehmbaren Elementen. Hier wird es schon abstrakt. Die Luft kann ich so nicht sehen, aber ich kann sie spüren. Die Luft trägt den Schall. Die Luft ist unsere Gefühlswelt. Und dann haben wir noch das Ich-Bewusstsein, das feurige Element.
die Vernunft, den geistigen Impuls, das ist der oberste Pol. Und dann haben wir noch die Quintessenz, das ist das Allerhöchste, das nennt man auch das höhere Selbst, das höhere Bewusstsein, das sind die oberen Chakren, die damit verbunden sind. Jetzt die Dreigliedrigkeit. Es gibt, wenn man mal genau hinschaut, zwischen diesen vier drei Kreuzungen und das ist die Tria Principia. Die Dreigliedrigkeit. Da haben wir zunächst einmal hier in dem unteren Bereich etwas, was mit Stoffwechselaktivität zu tun hat. In dem physisch-sinnlich Wahrnehmbaren, wo Erde und Wasser sich begegnen, haben wir einen Wärmeimpuls, in dem Darmperistaltik da ist, Stoffaufbau und Stoffabbau. Das Hauptorgan dieses Prozesses ist ganz sicher die Leber. Dann haben wir im oberen Bereich zwischen Sonne und Mond im Prinzip das Tagesbewusstsein, das Nachtbewusstsein. Wir sind wach, wir schlafen ein. Ja, das ist etwas, was mit ganz viel Bewusstseinsprozessen zu tun hat, was auch immer Energie erfordert. Hier im unteren Bereich wird Energie aufgebaut, die hier im oberen Bereich abgebaut wird. Damit aber das eine zum anderen kommt, gibt es das sogenannte vermittelte Prinzip, das merkurielle Prinzip, was jetzt zwischen dem oberen und dem unteren Pol steht, das Wertvollste, das Wichtigste, die eigentliche Mitte, weil wir sehen, dass es jetzt nach unten drei sind und nach oben drei. Wir haben also insgesamt wieder sieben. Diese Siebenerzahl kennen wir auch aus der vedischen Medizin. Das sind dann die sieben Chakren. Bilder von S. Gray, die ich sehr beeindruckend finde, weil er hier auf der einen Seite zeigt, wie eigentlich aus einem reinen Schwingungsimpuls sich das Dasein verdichtet. Mensch ist eigentlich verdichtete Schwingung. Das merkurielle Prinzip eigentlich auch nichts anderes ist wie ein Feedbacksystem. Das heißt, Neurotransmitterfunktionen sind merkuriell. Hormonelle Transformationen, hormonelle Botenstoffe sind ganz eindeutig merkurieller Natur. Alles, wo wir Katalysatoren haben, haben wir einen merkuriellen Prozess. Stoffwechsel. Das Wechsel ist das merkurielle Prinzip. Das alles, finde ich, sollte man etwas verstanden haben oder sollte man mal so ein bisschen reflektieren, um dann auch zu verstehen, was es mit dem Hermes Merkur eigentlich in der Astrologie auf sich hat. Warum er so unglaublich wichtig ist und ich finde eigentlich viel zu wenig Bedeutung bekommt. Man sollte viel, viel mehr auf den Merkur auch im Horoskop achten. Wie der Merkur in die verschiedenen Planetenideen stehen würde. Das heißt, wenn man eine Konjunktion zum Beispiel hat oder ein Trigon oder ein Sextil hat, wobei das nicht zu jedem so möglich ist. Merkur-Sonne geht es natürlich nicht und Merkur-Venus so auch nicht. Aber es geht darum, wenn sie zum Beispiel eine Konjunktion zueinander haben oder die größeren Planeten dann eine günstige Beziehung zu Merkur haben, könnte man sagen, drei Personen, die ganz stark mit Musik assoziiert sind, drei Personen, die ich alle sehr schätze. Einmal ist es ein doppelter Zwilling, das ist Miles Davis. Wenn jemand sagt, in meinem Hirn ist irgendwie Ebbe, da fließt so gar nichts, sollte man vielleicht mal an den Calcedon denken. Der Calcedon, den gibt es von Aurora Pharma, das ist eine Schweizer Alchemiefirma, und von Remedia, das ist eine österreichische Homöopathiefirma. Wenn im Körper die Prozesse labil sind, dann haben wir Eiterprozesse zum Beispiel, lymphatische Prozesse, eitrige Prozesse bis hin in die Geschwürsbildung hinein. Das ist dann schon degenerativ fast schon. Das heißt, überall, wo wir Entzündungen und Eiterprozesse haben, versucht der Körper, das Labile in Stabilität zu überführen und wir können mit merkuriellen Substanzen diesen Prozess steuern und anregen. Der Zappelphilipp, das ADS-Syndrom, das sich nicht konzentrieren können, das ist also typisch ein merkurielles Prinzip, wird natürlich dynamisiert, beispielsweise wenn eine Konstellation mit Mond noch dabei ist oder mit Mars, auch besonders aber auch mit Uranus, die Schwierigkeiten bringen kann, dass man dann völlig fahrig wird. Und da tue ich dann in der Regel dann noch das Nervenmetall Zink dazu, das man astrologisch dem Merkur unterstellt. Da gibt es beispielsweise so das Zeppelin und ähnliches, solche Arzneimittel. Und ich habe da eins entwickelt, das sind die Chill-Out-Globulis. Und die Jungfrau ist jetzt anders als der Zwilling nicht so nervös und nicht so sehr nach außen gerichtet. Die Jungfrau geht mehr nach innen hinein. Deswegen ist der Eremit, der Einsiedler, der in der Stille meditiert und in die Innenbetrachtung geht,
Das ist, könnte man noch sagen, der Merkur des Inneren, während der Zwilling der Merkur des Äußeren ist. Und die Alchemie im Labor, die Transmutation der Stoffe ist jungfräulich. Merkur als Hüter der pharmazeutischen Prozesse. Die Liebe geht durch den Magen und die Jungfrau kennt so unglaublich viele verschiedene Verdauungsthemen, dass ich die hier mal zusammengefasst habe, beziehungsweise die Margit hat das gemacht bei einem Seminar zum Thema Magen-Darm-Erkrankungen. Ja, und bei Michael Jackson, der doppelte Jungfrau und dieses immer danach trachten, sich irgendwie neu zu erfinden und neu zu organisieren, hat ihn letztendlich auch ins Leben gebracht. Dann gibt es einen ganz anderen Typus der Jungfrau. Das sind die Philosophen, die großen Denker und großen Geister. Da haben wir jetzt zum Beispiel Goethe. Goethe mit seiner Sonne direkt am MC in der Jungfrau. Grandios. Also man braucht über Goethe, glaube ich, gar nichts sagen. Und dann haben wir die absolute Jungfrau-Persönlichkeit, doppelte Jungfrau Theodor W. Adorno. Dann sind die Fahne dem Merkur unterstellt, Merkur und Saturn allerdings auch. Und alle Sporengewächse mehr oder weniger sind merkuriell. Und hier haben wir, es ist engelsüß. Und die Präparate Digestodoron wäre jetzt so ein Farnpräparat von der Velida und Aquilinum kommt von der Vala zur Darmsysbiose, also Symbioselenkung im Darm. Dazu würde ich dann natürlich noch Darmsymbionten wie Kitchimea noch dazu wählen. Aber, oder Prosymbioflora, wie sie alle heißen, Omniflor. Aber das würde ich auf jeden Fall mit dazu holen, dass man eben auch das Phytotherapeutische dabei hat, damit die Jungfrau zufrieden ist. Dazu gehören dann auch die Therapie mit dem Löwenzahn. Das ist vielleicht das Mittel schlechthin für das sechste Haus und für die Jungfrau, als auch diese Leichtigkeit mit sich bringt. Ne? Diese fliegenden Samen, das ist typisch merkuriell, der hohle Stängel merkuriell. Allerdings ist die Bitterkeit auch ein bisschen dem Jupiter zuzuordnen, also verschiedene Qualitäten. Und Metaharonga wäre jetzt so ein Arzneimittel bei verschiedensten Erkrankungen, die wir am Anfang auf dieser schönen Tafel gesehen haben, wäre jetzt Metaharonga das Mittel, um die Pankreasinsuffizienz vorzubeugen und einfach die Verdauungstätigkeit sehr positiv anzuregen. Das ist zum Beispiel ein Hauptmittel bei Nahrungsmittelallergien.